Hey Leute, gerade in Holland angekommen. Heute ist ein ganz besonderer Tag und ihr wisst, wenn ich sage, dass es ein besonderer Tag ist, dann passiert auf jeden Fall wieder was Großes. Ich bin echt gespannt. Wir sind heute bei einem der größten Auspuffhersteller für Harley-Davidson-Modelle und ich würde sagen, wir zeigen euch mal, wo wir sind. Let's go zum Video. Ja, ich würde sagen, wir stellen dich erstmal vor. Erzähl mal so ein bisschen was von dir. Ich bin der Jan und ich bin Content Marketer bei Dr. Jekyll Mr. Hyde. Also Videos, Stücke schreiben, Blogs, Social Media, so verschiedene Sachen halt. Mhm. Okay. Ja, vielleicht kannst du uns mal ein paar Sachen direkt vorab erzählen. Seit wann gibt es Jekyll & Hyde und was macht die überhaupt? Also wir machen elektronisch verstellbare Auspuffanlagen und es gibt es jetzt, letztes Jahr haben wir unser 25-jähriges Bestehen gefeiert, also sind jetzt im 26. Jahr beschäftigt und wir machen halt Auspuffanlagen für Indien, Harley-Davidson, Teile von BMW, Teile von Triumph und Auspuffanlagen, also 100% legal, aber mit coolem Sound. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was ich brauche. Weil aktuell wisst ihr ja, ich fahre eine Vance & Hines, die ist zwar brachial laut, der Sound könnte besser sein, aber ich würde auch gerne legal fahren und deswegen bin ich heute hier. Ich würde sagen, wir legen mal los und schauen uns das Ganze mal an, was hier abgeht. Jetzt kommt natürlich, wo du gekommen bist, die Anlage auf deinem Bike. Ja. Und dafür haben wir jemanden, der wohlschrauben kann, was ich nicht kann, nämlich der Billy. Dann übergebe ich dich in deine Hände. Hi, grüß dich. Moin, grüß dich. Hi, Pete. Ich bin der Phil. Ich bin der Pete. Ich mache das Vertrieb von der Firma. Warte mal los, weil sonst hören die Leute dich nicht. Ich übergebe dir das erstmal. Ah, schön. Ja, ich bin der Pete. Ich mache das Vertrieb von der Auspuffanlage. Mhm. Und ich helfe jetzt gerne mit, die Anlage bei dir auf das Moped zu bauen. Ja, da bin ich gespannt. Freue ich mich. Cool. Dann lass uns mal loslegen. Licht in der Lager. Lauf mal mit. Dann Auspuffanlage, dann Endtöpfe und dann Schummer. Dann nehmen wir die mit und dann bauen wir das auf der Moped. Ja? Ja, bin ich noch nie gefahren, würde ich aber gerne mal. Was geht? Das nächste Tier ist gefahren. Ja, das wäre mal eine coole Sache, wenn ich so ein Ding auch mal fahren könnte. Und du bist auch viel Offroad unterwegs, habe ich gehört. Ja, kannst du sehen, ja, das Ding ist immer dreckig. Ja. Aber geile Maschine. Und natürlich mit der Anlage hört sich mal super an. Ja, cool. Aber dann machen wir, wenn deine Maschine fertig ist, vielleicht nehmen wir diese mit, eine Runde fahren. Ja, das können wir machen. Ja, auf jeden Fall. Dann drehen wir gleich mal eine Runde, Probefahrt. Oh, einen roten Teppich. So, dann holen wir mal das Moped. Wo steht das? Wir hatten das jetzt da hinten abgestellt. Und wenn du magst, kann ich dir auch ein paar Sachen dazu erklären. Ich habe jetzt schon relativ viel umgebaut in der letzten Zeit. Ich habe das jetzt, glaube ich, seit Anfang des Jahres, 4-5 Monate, das hat schon einiges getan. Und es wird auch noch einiges kommen. Ah, ich sehe schon, hast du schon tiefer gelegt? Ja, genau. Tiefer gelegt habe ich. War die Reife schon dran? Das sind die Reifen, Metzler, oder? Ja, genau. Fußwerk? Ja, genau. Und was ich jetzt gemacht habe, ist die Blinker vorne und hinten geändert, Gabelcover, der Lenker wurde geändert, der ist von Thunderbike. Ja, Auspuff hatte ich eine Vance & Hines hier montiert. Was ist das? Chrom? Chrom. Alles schwarz mit der Auspuffanlage Chrom. Das passt nicht, oder? Nee, das geht nicht. Aber die sind cool. Ja. Das schaut aus, dass der komplette Gabel schon verkeilt ist. Ja, das stimmt. Das hat mir auch hat mich ein bisschen gestört, weil die Gabel relativ schmal wirkt. Aber jetzt mit den Gabelcovern finde ich es relativ stimmig. Ja. Und hier, die Logo ist schwarz, das ist nicht original, oder? Nee, die habe ich auch lackiert. Genau. Hast du selber lackiert? Ja. Oh, cool, schaut gut aus. Ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal reinfahren und starten, oder? Hier, da gehe ich für das erste Mal in meinem Leben mit einem Moped fahren mit Vance & Hines dran. Nee, Quatsch, ich fahre die oft, dann baue ich die ab und dann fahre ich wieder.
weiß, geht nicht auf die Bühne. muss ja was machen. Okay. Der ist auf jeden Fall zu tief. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier überhaupt drauf kommen. Mit der Tieferlegung ist das ein bisschen schwierig. Also der Platz ist von meinem Bus. Das ist lang genug. So macht man das, ne? So macht man das. Kannst du selber auch ein bisschen schrauben, oder? Ja, ja, ich mache auch ein bisschen Schrauber-Content so auf YouTube, aber alles auf Hobby-Basis. Oh, cool. Aber wenn du Hilfe brauchst, ja, dann machen wir das zusammen. Dann helfe ich dir. Immer schön. Ja, cool. Nehmen wir erstmal den Auspuff raus. Mhm. Der ist natürlich jetzt extrem heiß wahrscheinlich noch. Ja, kriegen wir. Hier steht extra drauf, dass man ein Cuttermesser öffnen kann. Vorbildlich. Fast wie in Deutschland. Hey, ich bin echt mega aufgeregt. Das müsst ihr sehen. Wahnsinn. Guck mal hier rein. Schwede. Das wird so heftig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nur auspacken jetzt ohne Kratzer. Das wäre gut. Aber die Kratzer mag ich dran zu dir. Ah, cool, was mit den Slash Cats? Genau, die Slash Cats, muss man dazu sagen, das sind die Endkappen. Ich habe mich für die abgeschrägte Variante entschieden, weil ich die optisch am schönsten fand. Und ihr werdet gleich sehen, ich habe auch diese versetzte Variante genommen. Also quasi die, würde ich sagen, die kürzeste Variante, oder? Ja. Ja. Ja, wir haben die Krümmer natürlich in Even und Uneven. Mhm. Wenn du die Even hast, sind die oben aneinander. Und mit Uneven ist der hintere Zylinder ist ein bisschen weiter nach hinten. Und der vordere Zylinder ist ein bisschen weiter nach vorne. Und dann läuft das gleich in Line mit die Slash-Kette. Ja, cool. So, geil. Ja. Also das habe ich mir wirklich lange überlegt, welche Endkappen ich nehme und welche Variante. Und für mich sah das einfach am stimmigsten aus. Also hier ist auf jeden Fall so ein EC-Zertifikat dabei. Das heißt, die Anlage hat eine Zulassung. Und wenn man dann angehalten wird, hat man dann auch dementsprechend keine Probleme mehr. Und das war auch ein wichtiger Punkt für mich. Dass man die halt legal fahren kann. Brauchst du noch einen Job? Du kannst das alles so gut erklären. Also hier wurde auf jeden Fall wurde es richtig gut verpackt. Mal schauen, was hier noch drin ist. Selber montiert oder? Ja, die habe ich selber montiert. Hast du schon irgendwie einen Fehler entdeckt? Ja, da waren zwei Schrauben nicht dabei und Also der erste Step ist jetzt quasi, dass wir die alte Auspuffanlage dann demontieren und werden wir sehen, was als nächstes kommt. Der Müllhammer steht dahinter. Die Anlage ist natürlich jetzt super heiß. Deswegen haben wir ja auch Handschuhe. Und zu zweit ist das dann nochmal ein bisschen einfacher. Der Sitz jetzt ab. Ich denke mal, wir müssen an die Verkabelung dran. Ja, der Stecker von der Landesonde. So,
nochmal die Halteplatte. Schön heiß. Warte, ich gebe dir mal die Hand. Also der Sprengring quasi, der hält hier die Überwurfmutter und wenn man den nicht löst, kann man die auch nicht abnehmen. Ich bin stark. Was sehen die Schraube? 1, 2. Cool. Jetzt schon Schraube weg. Ja? Okay. Eieiei. Und jetzt? Ich habe eine Idee. Ich auch. Wir haben alles so gut organisiert, wir haben die Sache dabei. Jetzt. Hoffentlich. Mal sehen. Alter Satz. Alter. Noch ein Alter. Ich würde sagen, die brauchen wir. Oh ja, das ist nicht schon. Also das jetzt ist quasi die Adapter, weil die Lambda-Sonden sind jetzt natürlich zu groß, zu klein. Mhm. Und die werden jetzt in die Adapter reingeschraubt. Ja, ich habe hier Adapter, wenn du keine Lambda-Sonde hast, die mhm. kannst du da reinmachen. Die brauchst du jetzt nicht. Und hier sind dann die anderen Adapter. Wunderbar. Ja, wenn du guckst, der Lambda-Sonde analysiert genau, wie viel Sprit und Luft da drin ist. Und mhm. ich kann sehen, du gibst nicht genug Gas. Du musst mehr Gas geben mit der Maschine. Okay. Wie sieht das eigentlich aus, Pete, wenn man jetzt die Auspuffanlage von euch montiert, muss man dann ein Mapping machen? Nee, weil du hast noch deinen originalen Luftfilter dran. Mhm. So, wenn du nur dein, ja, eigentlich die Maschine kommt aus Amerika, ja. oder in Amerika hast du andere Vorschriften. Mhm. So, wenn die nach Europa kommen, hast du einen geschlossenen Luftfilter, mhm. geschlossenen Aufpuff und andere Einspritzung. Aha. Weil wenn du deinen Auspuff veränderst, ja, dann ist der, kommt dann noch immer das gleiche Luft innen drin und mhm. der Einspritzung ist gleich. Aber wenn du einen Off-Auspuff hast und du änderst deinen Luftfilter mhm. zusammen mit deinem Tuning, ja. dann kannst du natürlich ein bisschen mehr Leistung rausholen. Ah, okay. Ja. Aber unsere Anlagen, wir haben das so entwickelt, dass du das nicht brauchst. Ach aber so. Wenn du willst, kannst du das machen und dann mhm. hast du ein bisschen mehr Leistung. Ja, cool. Und Drehmoment und lalala. Ja, ja, okay. Also für uns ist wichtig, Originalmotor mit originalem Luftfilter und ihr könnt die Anlage einfach draufbauen lassen und braucht kein weiteres Mapping, also keine weiteren Kosten. Und das ist ja auch wichtig, weil so ein Mapping kostet auch schnell mal 7 bis 1000 Euro, habe ich gehört. Und die Anlage wird draufgebaut und das Ding läuft. Ja, vergessen. Die okay. müssen wir mal kurz einschweißen. Alles klar. Komm, dann laufen wir in der Werkstatt. Wir haben natürlich kurz ein Check-up gemacht, ob die Krümmer auch gut passen. Deswegen hatten wir die jetzt schon mal angehalten und jetzt gehen wir die Katz noch einschweißen. Du kannst sagen, wir sind die vergessen. Wir waren die vergessen. Du, Pete, ich hatte gesehen, die haben ja zwei verschiedene Seiten. Wie ist die Einbaurichtung? Ist die wichtig? Hier siehst du die Schweißnadel. Mhm. Und die muss nach der Hinterseite. Ach, ist okay. Footwork noch.
Also er hat uns gerade erklärt, dass wenn man die jetzt nicht festschweißen würde mit den verschiedenen Punkten, dann kann es passieren, dass die quasi gegen die Klappe gedrückt werden und die Klappe dann nicht mehr öffnet und schließt. Wenn du dicke Loss hattest, dann kriegst du den Auspuff nicht mehr drüber. Ach so. Also fertig. Muss man das nochmal ein bisschen abschleifen wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt hat ein Profi natürlich geschweißt, so vielleicht geht das gut. Also wir haben jetzt die beiden Krümmer haben wir jetzt montiert. Die sind auch verkürzt, wie ihr seht, und die sind seitlich versetzt. Und jetzt wird als nächstes hier die neue Halterung montiert. Jetzt machen wir die Antöpfe dran. Mhm. So, wir liefern die, wie heißt das? Die Schellen? Die Schelle dabei. Mhm. Brutal, ehrlich. Also ich kann jetzt noch nicht viel sagen, aber Leute, das wird krass. So, wir montieren jetzt den unteren Schalldämpfer. Bisschen WD-40, damit es auch schön flutscht. Kannst du ein bisschen draußen ziehen? Ja, so. So, wir haben jetzt die beiden Endtöpfe draufgesteckt. Es wird jetzt noch ein bisschen also im Detail bearbeitet. Und der Piet wollte jetzt noch die letzten Elektrikbauteile einbauen. Und wir können dann auf jeden Fall mit dem Jan schon mal eine kleine Werksbesichtigung machen. Und da nehme ich euch jetzt mit, also kommt mal mit. Und da drüben die Hallen, da habt ihr auch noch. Also da siehst du jetzt nicht gerade, aber da ist um die Ecke noch eine Halle. Mhm. Aber das ist eigentlich eine Spiegelung von der, wo da Eva draufsteht. Ja. Die ist auch noch mal ganz voll mit Kram. Okay. Die Hallen hier auch. Also die Halle da ist auch alle mal. Wahnsinn. Ja, das ist schon. Wirklich Wahnsinn. Viele Auspuffe, braucht man viele Teile halt. Spaziert. So, wir gehen jetzt mal rein. Lass uns mal gucken. Also wir sind hier im Lager drin, also alles, was hier als rausgeht und reinkommt, das passiert hier. Mhm. Das ist die Warenannahme und ja, ich will es kurz fassen. Also alle Teile, die werden, wenn die in Ordnung sind, die werden natürlich alle gecheckt. Mhm. Und ganz viele Teile davon geht in unser Lager rein, damit die Auspuffanlagen auch zusammengebaut werden können. Und das seht ihr hier. Ja. Also das ist ein unserer drei Lager mittlerweile. Mhm. Wie gesagt, wir machen viele Auspuffe für viele verschiedene Maschinen und die bestehen aus ganz vielen Teilen. Mhm. Das müssen wir natürlich alles irgendwo lassen. Ja. Vielleicht kannst du gerade noch mal sagen, für welche Maschinen baut ihr alles die Auspuffe? Also die Auspuffe bauen wir für Harley-Davidson in Indien, mhm, und auch für bestimmte BMW-Maschinen und bestimmte Triumph-Maschinen. Okay. Damals auch online, also auf unserer Website kann jeder auch nachschauen, was wir, mhm, machen. Wir haben da einen Konfigurator, da kann jeder sein Motorrad eingeben, da kann man genau zusammenstellen, wie dein Bike auch auszusehen hat. Also weil am Land komme ich in verschiedenen Farben, verschiedenen Formen und soll ja zum Bike passen. Das ist, fand ich total cool, das habe ich auch so gemacht. Also ich habe meine Anlage komplett selber ausgesucht. Ich wollte ja die kurzen Krümmer haben mit dem schräg versetzten und den Slash Cuts, also den Endkappen. Und es gibt natürlich noch verschiedene andere Endkappen, die man sich aussuchen kann. Auch die Farbe, Chrom oder Schwarz. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr Farben anbietet. Wir haben auch verschiedene Sachen in Bronze, haben wir mittlerweile auch. Oder, mhm, zum Beispiel damals, als die Fatboy selber in Satin Chrome rauskamen, haben wir auch so Satin Chrome Krümmer und Bodies gemacht. Mhm. Für jeden was dabei halt. Ja, sehr cool. Customizing ist wichtig und das soll natürlich im Auspuff auch möglich sein. Ja. Also vom Lager gehen wir in die Produktion, um zu sehen, wie eine Anlage wie deine zusammengestellt wird. Okay, interessant auf jeden Fall. Also wie wir gerade besprochen haben, haben wir natürlich einen Online-Konfigurator, da kann jeder sich seine Anlage zusammenstellen. Mhm. Und wenn jemand das ausgesucht hat und beim Händler auch die Anlage bestellt hat, dann bekommen wir einen Auftrag vom Händler halt. Ein Auftrag, der sieht dann so aus. Da steht dann alle Teile, die für den Auspuff nötig sind. Mhm. Und unsere Mitarbeiter hier suchen all die Teile zusammen in den Regalen, die wir hier haben. Mhm. Und die werden dann auf so einen Wagen gesetzt.
Also eine Reihe ist ein Auspuff. Also die Endkappe, der Body, das Innenleben und die verschiedenen Teile. Also hier sind dann 8 Auspuffe drauf. Und wenn die zusammen, wenn die also zusammengestellt sind hier, dann gehen die zu einer unserer Stations und dann werden die dann auch zusammengeschraubt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Sehr gut. Also das ist eine unserer Stations hier. Hi, grüß dich, Phil. David. David, der baut jetzt gerade eine Nightstar-Anlage wieder zusammenbauen. Und wie gesagt, alle Komponenten sind da. Und die haben wir alle Tools, damit die Anlage dann auch so gebaut wird, wie sie gebaut wird. Ja, zuerst den Topf. Setzen wir auf die Aufnahme drauf. Wir können die hier mit Druckluft können wir die festsetzen, dass wir gut dran arbeiten können. Das Innenleben ist soweit schon fertig. Wir müssen hier nichts mehr schweißen. Reinsetzen. Platte nicht vergessen, damit wir es später aufbauen können. Das hast du ja auch gesehen bei deiner Anlage. Ja, genau. In den Owner's Manual, wo eigentlich die wichtigsten Informationen stehen. Und da sind auch hier so drei leere Flächen. Und jeder, der die Anlage geht durch, immer durch drei Paar Hände. Und also, wenn er die Anlage aufgebaut hat, wird er den ersten Sticker geben, also die Assembly Check. Dann wird später im Prozess wird noch der Electro Check gemacht und der Final Check. Dass nicht immer eine Person die Anlage macht, aber dass verschiedene Leute die gesehen haben und getestet haben, damit auch alles. Damit die Qualität auch immer. Genau, dass die gewährleistet ist. Gewährleistet ist, super. Schön. Das, wie gesagt, bei deiner Anlage natürlich auch dabei. Das geht, wie die Anlage zusammengebaut wird. Hier ist der Elektronik-Check, also dass die Stellmotoren auch funktionieren, wie sie funktionieren. Das wird hier gemacht. Hier werden auch die Typenschilder drauf genietet. Ja. Und hier wird auch die Software programmiert, weil wir haben natürlich unsere Smartbox, die Anlage steuert, aber das ist natürlich auch, das hängt damit zusammen, wohin die Anlage geht. Die Gesetzgebung in Deutschland ist anders als zum Beispiel in Kanada und wir verschiffen natürlich in verschiedenen Stellen der Welt. Ja. Und hier wird die programmiert, also im Auftrag, da ist ein Code drin, den du scannst und der weiß auch genau, welche Software drauf muss. Also die Box geht da rein und wird sofort programmiert für das Land, wo die Anlage auch hingeht. Ich habe ja noch nicht so ganz verstanden, wie euer System funktioniert und wie die Klappe öffnet und schließt. Ich hatte nur mal ein bisschen was gehört über die Drehzahlabhängigkeit von dem Ganzen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Also die Klappe, du kannst natürlich manuell regeln, die Klappe, aber die schließt manchmal automatisch, wenn bestimmte Drehzahlen oder bestimmte Geschwindigkeiten erreicht werden, weil da halt die Gesetzgebung eingehalten werden muss und da geht die Klappe automatisch zu. Okay, das heißt aber auch für mich als demnächst Jekyll and Hyde Fahrer, wenn ich den Knopf drücke und die Klappe ist dann quasi offen, fahre ich dann immer noch legal? Ist immer noch legal, weil die Klappe automatisch schließt, wenn es nötig ist. Ah, okay, das ist ja ein richtig gutes System. Das heißt, drehzahlabhängig, die steuert selber und ich fahre immer legal mit der Auspuffanlage. Immer legal unterwegs. Perfekt. Und das ist uns wichtig, halt. Die Kunden kaufen es ja auch, weil wir legal sind. Du willst einen guten Sound genießen, aber du willst auch einfach eine ruhige Fahrt haben. Ich will auch safe durch die Gegend fahren, auch mal ins Ausland. Von daher ist das wahrscheinlich das beste Produkt für mich. Also neben dem Check der Elektronik und dass die Typenschilder draufgetan werden, wird die Typenschilder auch gelasert. Also die Nummer wird gescannt und alles wird sofort vom Computer eingegeben und wird auf das Typenschild. Das ist jetzt noch, wie ihr sehen könnt, ist noch ganz leer. Und die geben den Randy tut jetzt den Laser rein und dann steht die Nummer drauf, die du brauchst. Cool. Also hier sind wir beim letzten Teil angekommen. Hier wird dann noch der Final Check gemacht und wird auch für den für diejenige, die aufbauen muss, was du beim Händler, wird auch die ganze Anleitung dazu gemacht. Wird immer noch ein kurzes Foto gemacht, damit man weiß, was alles drin war. Sollte mal irgendwas nicht stimmen, oder kann man mal sehen, hey, haben wir das gut rausgeschickt oder vielleicht fehlerhaft. Ja. Fehlerhaft. Und wenn alles gut ist, dann wird es verpackt in einem dieser Sleeves und dann geht es irgendwo hin in die Welt. Schön. Weil ob die Anlage jetzt in Deutschland rumfährt oder in Japan, alles wird hier gemacht halt. Ja, dann hast du jetzt gesehen, wo deine Anlage eigentlich herkommt. Und
Nächstes Mal müssen wir noch mal weit gucken. Bei uns ist gerade viel Umbau in der R&D. Also musst du mal vorbeikommen, dann zeigen wir dir auch, wie alles hier entwickelt wird. Ja, komme ich auf jeden Fall gerne noch mal rum. Genug zu sehen. Ja. Und ich denke, jetzt wirst du mal hören, wie deine Maschine eigentlich klingt, ne? Dann lass uns mal hören, was der Sound so macht. Cool. Schauen wir mal, ob Billy fertig ist mit dem Moped. Wäre auf jeden Fall cool, ja, wenn wir gleich zur Probefahrt kommen könnten. Ja, da müssen wir ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Aber sieht ziemlich gut aus schon mal. Das schaut echt gut aus. Danke. Ich glaube, das ist genau das Steuergerät, wo wir... Hast du gehört? Ja. Ah, da geht's wieder los. Also das ist das Steuergerät, was wir jetzt gerade gesehen hatten in der Produktion. Und die Klappe hat auf jeden Fall schon mal auf und zu gemacht. Kann man das hier sehen? Oh ja. Hey Phil, und wenn du zweimal schnell drückst, geht er auf 50%. Mhm. So, wenn du denkst, leise ist mich zu leise, laut, kannst du auch mal 50% hinstellen und dann ist der ein bisschen dazwischen. Ja, cool. Werde ich zwar wahrscheinlich nie machen, aber Hauptsache guten Sound. Ich habe gehört, der Kabel machst du selber durch. Der Meinst du, das wäre schwierig? Ja. Ja, also es war nicht so einfach, die Kabel durchzuziehen, aber ja, ein bisschen tricksen und dann hat das ganz gut geklappt. Ja, weil die Originallenker von Harley kannst du sie ganz gut durchführen, weil wir haben einen sehr kleinen Stecker. Mhm. Aber ja, wir haben jetzt so ein Spät, ich denke, ich mache der hier jetzt an deinen Kupplungszug und dann kannst du, wenn du Zeit hast, machst du das selber mal durch. Gar kein Problem, machen wir. So, wir sind in den letzten Zügen, gerade noch den Sitz festmachen. Auspuffanlage ist dran und dann geht es auch schon zur Probefahrt. Was? Hier war noch was. Oh ja, der war uns vergessen. Muss wieder alles abgebaut werden. So Leute, wir haben es geschafft. Der erste Start steht an. Ich sag euch, das wird richtig gut jetzt. Optisch gefällt es mir schon mal richtig Bombe und jetzt schauen wir mal, wie der Sound ist. Alter, richtig geil. Ja Leute, was soll ich sagen? Fazit, einfach mega geiler Sound, hört sich richtig krank an. Also das hat sich alles gelohnt, ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Und ich finde, im Gegensatz zu vorher, dieser blecherne Sound von der Vance & Heinz und jetzt diesen dumpfen Klang, ist nochmal ein Weltenunterschied, also richtig schönes Soundbild. Und trotzdem legal, also was will man mehr? Richtig top. Ich muss mich auf jeden Fall noch bei euch bedanken. Echt vielen Dank für diesen hammergeilen Tag. Und diese krasse Auspuffanlage, danke, war echt wirklich, ich bin so begeistert. Also auch, was ihr hier aufgebaut habt, ich habe es ja gesehen, auch die ganzen Mitarbeiter, alle sind super motiviert und man sieht, die lieben das, die Shirts und alles richtig geil, also richtig schön. Cool, freut uns, aber jetzt fahren wir erstmal ein Stück, oder nicht? Ja, dann komm.
Das ist der Film-Move. Stehen auf das Moped. Weißt du, wie wir das nennen? Ja. Rolling Hawk. Und? Geile Fahrt? War richtig geil. Stand, Mann. Er steht auf das Ding hoch, auf der, der sitzt, der, der, der geht durch die Kurve, auf der, weil er auf der Rennstrecke ist. Ja? Burnout Show. Ja, war geil. Hast du richtig geil gemacht. Wir gehen die Kurve. Ja? Kurve ist gut, aber man muss ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Schön. Nagelneue Anlage, wie alt ist die Anlage? 1 Minute? 10 Minuten? Ah, ja, ja, du Ivo Knievel von Deutschland. Direkt eine Katze. Der deutsche Ivo Knievel, ja. Ja, Leute, was soll ich sagen? Direkt den ersten Kratzer reingemacht. Aber macht euch keine Sorgen, wir regeln das schon. Haben wir schon besprochen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Der Piet und ich hatten unglaublich viel Spaß. Danke wieder fürs Einschalten. Lasst uns ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Phil und ciao. Ich habe gehört, nächstes Mal geht Phil offroad. So, bin mal gespannt, was passiert.